Hallo Drumhaus-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag heute vor unserem YouTube-Kanal. Heute gibt es immer so ein kleines Update, was der Alex mit den Studenten seiner Forschungsarbeit macht. Also er wird euch heute mal zeigen, Status quo bei der Papaya im Topf, auch was er jetzt mit den neuen Versuchen mit der Aussaat macht. Und dann spannen wir einen Bogen zu dem, was wir neu aufbauen, was ihr demnächst seht, und zwar ist das der Sternfruchtversuch. Also viel Spaß beim Zusehen. Hallo zusammen. Die Fläche im Hintergrund ist quasi der aktuelle Stand unseres Papaya-Versuchs. Und ja, wie ihr seht, entwickeln sich die Pflanzen relativ gut. Zumindest bin ich persönlich sehr zufrieden. Und momentan, wie ihr hier seht, das ist eine besonders schöne, haben wir auch die ersten Früchte und warten gerade, dass sich die Früchte bilden, dass die Blüten bestäubt werden und ja, genau, wir erste Erträge ermitteln können und das erste Mal ernten. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich auf die Mengen gespannt bin. Und genau, wir halten euch auf dem Laufenden. Und hier befinden wir uns gerade quasi in unserer Jungpflanzenzucht. Und was ihr hier auf den Tischen seht, sind Jungpflanzen für eine Bachelorarbeit. Von einem Studenten aus von der Hochschule Weinstephan aus Freising. Und genau, er hat jetzt vor ein paar Wochen seine Pflanzen ausgesät und dann haben wir sie letzte Woche getopft. Und jetzt lassen wir sie noch ein bisschen wachsen, bis wir dann letztendlich anfangen, sie unterschiedlich zu behandeln. Und tatsächlich ist die Schwierigkeit bei der Jungpflanzenkultur, zumindest soweit ich das bisher festgestellt habe, die Pflanzen gleichmäßig zu erziehen. Also wenn ihr da mal drüber schaut, sie bekommen alle die gleiche Menge Wasser, sind alle in das gleiche Substrat getopft, in die gleichen Töpfe. Also im Grunde versuchen wir immer alles zu replizieren. Auch aus wissenschaftlichem Hintergrund ist das einfach eine Regel. Aber sie entwickeln sich einfach unglaublich unterschiedlich. Wahrscheinlich liegt es einfach an dem unterschiedlichen genetischen Background des Saatguts. Allerdings ist das nur eine Mutmaßung, also nimmt das nicht zu 100% voll. Und auf der anderen Seite, diese großen, etwas traurig ausschauenden Pflanzen, das ist ein anderer Studentenversuch. Und das ist eigentlich ganz spannend, auch für die Entwicklung unseres Kultursystems. Denn hier arbeiten wir mit verschiedenen Stauchungsmitteln. Und ich habe da noch keine Erfahrung, deswegen ist es immer so ein bisschen Randtasten. Und in dem Fall hier arbeiten wir mit verschiedenen Stauchungsmitteln. Was so viel heißt wie, das sind Hormone, die wir in das Substrat einmischen, in wirklich winzigen Konzentrationen, die dann dazu führen, dass die Pflanzen nicht so hoch wachsen. Das waren jetzt relativ alte Pflanzen, also nicht wundern. Die waren schon relativ hoch, aber das Ziel des Ganzen wäre, die Pflanzen so zu stauchen, dass wir schon in einer relativ geringen Größe anfangen können zu ernten. Der Versuch hat quasi letzte Woche erst angefangen, deswegen kann ich da noch gar nichts drüber sagen. Allerdings ist es ein spannendes Thema. So, der Alex hat euch jetzt mal gezeigt, wie es mit seiner Forschungsarbeit weitergeht. Hier sind wir bei unseren Erdkulturen. Wenn es so aussieht, wie es jetzt beim Alex derzeit läuft, werden wir die heuer wirklich wohl im Herbst platt machen, nach der Beerntung. Und werden dann wirklich mal nur noch auf Topf setzen oder halt alles in Topf setzen von der Papaya. Hier haben wir gerade aktuell sauber gemacht. Wir müssen jetzt immer noch mal schauen, die rausgeschnittenen Stiele zu entfernen, dass das einfach schön trocken wird. Unsere Erdkultur fängt jetzt noch mal richtig schön an zu blühen. Schiebt auch schön, seht ihr auch schön am Laub. Und das sind jetzt praktisch die Reste von den Frühjahrsblüten. Und da sehen wir mal, was sich dann so im September, Oktober mit den Blüten ergibt, wie dann die Ernte hier sein wird. Aber wie es ausschaut, wird es natürlich vom Alex im Topf mehr. Deswegen wird es wahrscheinlich im Oktober, November, wenn wir das alles noch der Ernte platt machen. Wir haben jetzt eine wunderbare Jahreszeit, die Temperaturen passen auch, wir bräuchten ein bisschen mehr Luftfeuchte, aber tropisch ist es bei uns. Zeigt sich auch bei ganz vielen Pflanzen, dass die jetzt wirklich mal wunderbar an die Blüte gehen. Hier seht ihr zum Beispiel unten, was wir in einem letzten Video gezeigt haben, die Checkfrucht. Die Checkfrucht hat da unten wirklich mal wunderschön angesetzt und wir haben jetzt wirklich mal auch begonnen,
die jetzt nicht nur die Bestäubung sich selber zu überlassen, sondern wir haben jetzt wirklich mal gezielt Handbestäubung gemacht. Und wie es ausschaut, ist es wirklich wohl zielführender, weil wir schon zwei wunderschöne Checkfrüchte haben. Jetzt sind wir an unserer neuen Versuchsfläche, die wir extra für unseren ersten Sternfruchtversuch aufbauen. Dabei beschäftigen wir uns im ersten Schritt mit dem perfekten Substrat bzw. der optimalsten Substratzusammensetzung. Und ja, wie ihr seht, es ist alles noch ziemlich im Entstehen. Und wir haben Bewässerungsleitungen verlegt, haben Töpfe aufgestellt, verschiedene Leitsysteme, dass wir die Pflanzen befestigen können. Und die ersten Töpfe sind auch schon bestellt, befüllt. Und hier sind wir gerade am Substrat mischen. Und im nächsten Schritt werden wir dann die Pflanzen pflanzen, werden sie zurückschneiden, werden anfangen, unsere Messungen zu machen. Und dann wird das Ganze auch ein Jahr lang laufen. Wir werden unsere Daten erheben und sind ziemlich optimistisch, dass wir damit gute Erfolge gerade hinsichtlich des Ertrags erzielen können. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen, was mit der Sternfrucht im Topf passieren wird. Jetzt möchten wir euch natürlich mal so einen Unterschied zeigen, dass ihr das jetzt mal über den längeren Zeitraum beobachten könnt. Hier haben wir jetzt eine Sternfrucht, also das ist unsere älteste, die haben wir jetzt zur Zeit 2014 da hier gepflanzt. Und die hat, außer dass wir ab und zu mal ein paar Spitzen weggenommen haben, haben wir die nie geschnitten. Also so wie ihr die seht, ist es eigentlich eine relativ gut ausgewachsene Sternfrucht. Jetzt seht ihr ab und zu mal so aber abgeblühte Blüten und denkt, ja, da ist ja gar nicht viel los. Wenn wir jetzt hier aber aufmachen und ihr schaut mal rein, dann werdet ihr sehen, es ist trotzdem einiges los. Also viele Blüten, viele Früchte. Wir müssten sie eigentlich vom Altholz oder vom Totholz ein bisschen befreien. Das machen wir jetzt aber nicht, weil wir da einfach zu spät dran sind. Und so könnt ihr euch eigentlich eine wild wachsende Sternfrucht in den Truppen vorstellen. Und jetzt nehme ich euch mit und jetzt zeige ich euch die Erdkultur, was wir mit den Schnittversuchen gemacht haben. Jetzt sind wir bei der Erdkultur von unseren Sternfrüchten. Die haben wir ja 2020 gepflanzt in klein. Beim Alexan-Versuch wollen wir eigentlich mehr in Spalierform, ich sage jetzt mal, schneiden oder ziehen. Hier haben wir uns entschieden, die normale Wuchsform zu lassen, bloß einfach mit der Höhe und der Breite und der Dichte ein wenig zu variieren. Wenn wir jetzt in die erste reinschauen, das ist schon mal ein anderer Schnitt. Die blüht auch mittendrin schön, ist wesentlich lichter wie die große, was wir unten gesehen haben. Hat auch wunderschön hier vereinzelt angesetzt. Also die ganze Pflanze ist schon in sich voller angesetzter Früchte. Wenn wir dann zur nächsten gehen, die haben wir schon wieder mehr auswachsen lassen. Also da habt ihr eigentlich schon diese Höhe, was wir klassischerweise unten vor der großen gesehen haben. Was natürlich dann jetzt beim Fruchtansatz wieder komplett anders ist. Wir haben hier mal einen Fruchtansatz, ein bisschen da oben vereinzelt, aber wesentlich weniger Blüten und wesentlich weniger Fruchtansatz wie an der ersten, wo wir viel geschnitten haben. Also man sieht da einfach wirklich, wo ein starker Rückschnitt zur richtigen Jahreszeit ist wirklich wo ertragsteigernd bei der Sternfrucht. Und die letzte, die ich euch zeigen möchte, ist eben die hier. Da war der Versuch, das seht ihr auch schön, wir wollten hier so einen Kronenaufbau machen. Und der Kronenaufbau war jetzt gar nicht mal so schlecht. Das Einzige ist, wir müssen die stäbeln. Weil du hast hier im mittleren Bereich wirklich wo geschützt, konzentriert einen ganzen Ansatz dran. Also gar nicht so an die Seitentriebe, sondern mehr so im ganzen Ansatz. Ist auch eine Variante, die vielleicht für die Zukunft gar nicht mal so schlecht ist, wenn man die im Topf macht. Ja, also da sind wir dran. Also das wird sich immer unterscheiden. Machen wir was im Topf, machen wir was in der Erde. Und das A und O ist wirklich wo bei jeder Pflanze, egal was ihr daheim macht, Substrat, Wasserversorgung, Düngeversorgung, Temperatur und die Luftfeuchte. Das sind ja wirklich, wo diese fünf Teile müssen immens beachtet werden. So, ich denke, ihr konntet heute wieder mal einen kurzen Einblick haben, wie weit wir sind. Wir finden es relativ erfolgreich bis jetzt. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Deswegen immer dran denken, wenn der nächste Beitrag kommt, Glocke aktivieren und einen Kanal abonnieren. Sagt es euren Freunden und Bekannten und immer dran denken, wir freuen uns über jeden Kommentar. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.